Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Xenoblade Chronicles 3. Beim letzten Mal haben wir einen ends coolen Maskenhaini getroffen, beziehungsweise maskierten Typen. Einen neuen Helden auf jeden Fall, also das nehme ich zumindest an. Was meint ihr, Leute? Wäre es safe, hier runterzuspringen? Wir finden es raus. Ich wollte noch nicht runterspringen. Ich wollte nur fragen, eigentlich. Ich müsste generell hier in dem Bereich auch nochmal so ein bisschen rumgucken, ne? Aber erstmal verfolgen wir unseren Typen vom letzten Mal. Keine Ahnung, wie er heißt. Wir verfolgen ihn nur. Ich spring mal ins Wasser, das ist der schnellste Weg nach unten. Wasser hat zum Glück keinen Fallschaden. So, und hier vorne wird er wahrscheinlich jetzt direkt aufkreuzen. Oder wir müssen die Fußspuren, wie es am Ende der letzten Folge hieß, untersuchen. So, Spuren, mysteriöse Fußspuren. Dann verfolgen wir mal die Fußspuren. Wir haben keinen Hinweis, außer den Fußspuren. Hören die hier auf? Ich würde mich gerne nicht mit dir anlegen. Nach Möglichkeit. Ich weiß nämlich, dass du mich vernichten würdest. Ich warte mal kurz, dass der an mir vorbeiläuft, ne? So, Leute, er ist vorbeigezogen. Schnell weiter. Da gehen die Fußspuren lang. Können wir das eben kurz mitnehmen? Ja. Komm, ich hol mir die Ätherkugel eben. So. Äther einsammeln. Müssen ja Ino noch boosten ein bisschen. So, dann folgen wir mal weiter den Fußspuren. Die waren irgendwo hier vorne. Ich denke mal, der wird die Laufrichtung einfach beibehalten. Ich könnte mir vorstellen, dass er da hinten hingelaufen ist. Wo dieses eine Festungsding war. Naja, da mischen wir uns mal nicht ein. Stimmt ja, was mir gerade so einfällt. Hier war auch noch so ein Krötenboss. Den könnten wir eigentlich auch finishen. Der wäre jetzt mittlerweile kein Problem mehr. Ist der in die Wand rein? Nee. It's a nice find, right? Right? Ist halt wirklich gerade eine Verfolgungsquest. In der Richtung müssen wir weiter. Da leuchtet etwas. Ach nee, den Frosch hatten wir tatsächlich sogar besiegt. Da unten wahrscheinlich. Oder ist der hier abgebogen? Die sind sogar auf unserem Level, die Typen. Den hatten wir auch besiegt. Junge, was bist du für eine Strecke gelaufen? You're not getting away this time. I thought you might track me down, but I didn't think you'd be so kind as to bring me my prize as well. What? Bit heedless of you, don't you think? Ouroboros. Huh? Wait, how does he know about us? Yeah, fishy. What are you all about then? I don't think I need to answer that. There were Kvesi troops looking for you. Come on, drop us a bone here! Look, we want to talk. If you could just open up a bit.
Okay. Let's start with names. Ours are... Don't need them. Stick to the point. The Kvesi are after you, right? If you tell us what that's about, we... You do what? Huh? It's nothing that concerns you. Right. So if it did concern us, you'd answer. That's something. Are you our enemy? Still keeping mum? If you stop prying, we'll have no reason for hostilities. Says the guy who lashed out at us before. Yeah, not buying it. Oh, for Spark's sake, use your snuffing words! Uni, chill. I hate people who won't say what they mean! Oh, this guy's flipping all my switches! Did you or did you not attack us just because you felt like it? Answer! It was just a warning. You neither need nor understand that thing that you have there. Don't you stick your necks where they don't belong. What, so you're going to attack us again to get your hands on it? I told you clearly. Stop prying and we won't have to fight. So you need this thing then? Well... Oh, does that mean you're... Wait. It seems you were followed. Followed? By who? Them again. Ha! We found you! I knew you were in cahoots. What? Stop being wrong! Now look what you've got us into. This blunder is entirely on you. But I'll lend you cleanup. Wipe them out. Hang on, Alevnis. This mother does nothing by halves. What are you mumbling now, traitors? Not that I... Mann, ist der Typ gesprächig. Ich mach einfach mal direkt die Synchro. Hier sind so viele Leute, da lohnt sich der Gruppenangriff. Warte mal. Ich aktiviere mal einfach direkt alle Synchros. Sind ja alles Gruppenschläge. So. Einmal die Flächenangriffe rein böllern wie sonst was. Haben kein weiter mehr durchbekommen. Dann sollten wir die großen Dinger doch zuerst ausschalten, ne? Yep. Obwohl, die Kieskrieger halten wenig aus. Es ist übrigens toll, dass der Typ uns hilft. Jetzt haben wir gerade kurzzeitig 8 Kameraden. Das war nicht unsere Schuld. Jeder, wenn wir mit uns, dann haben wir keine Probleme im Leben. Der wird doch ultra stark im Team sein, der eine Typ. So, nur noch du. Boah, schon bei Synchro 2. Die werden wir gleich so hart Schaden drücken. Die Angriffskette schenke ich mir mal, ne? They sure are persistent. It might be wise not to linger. Agreed.
It'd be nice not to get wrapped up in any more scuffles. So why were those lot after you anyway? Is it because of his sparkling personality? Perhaps so. Oh, so now you acknowledge it. You can hold on to that. You mean... That shard from earlier. So you don't need it after all? I never said that. But I can't be bothered trying to convince you. Right. Because talking to people is just such a chore. In time, you will discover its purpose. But if you were to abuse it, I may have to dispose of you. It seems you can use your heads, even if just a little. I will choose to trust in my late friend's words. Gee, that makes us feel a lot better. I meant what I said. So now what? What will you do after this? Save your breath, Mio. It's not like he'll answer you anyway. I have something to take care of. Oh, so you'll answer her? Even if it puts soldiers on your trail? Naturally. All right, well, that's the end of that then. Your life, your choices, man. Hey. What now? Don't die, you lot. Huh? If you need me, you can call me. I'll assist. That's rich coming from a guy that just tried to kill us. It was a warning. And a small test. What's this crap now? Honestly, I don't get this dude. I simply followed my friend's request. And your friend, that'd be who? When you say you'll help us, we can just take you at your word. Either way, I can't have the bearers of that thing running around unsupervised. Doesn't exactly inspire confidence. But hey, he's strong, so that's something. That's an awfully kind offer there, mister, but we don't even know what to call you. About time we got a name, don't you think? Whoa, hey, stop right there! Your name, Spock, you spill it! Gray. Call me Gray. What was that guy's deal? Stuff if I know. Although he didn't look like a bad... I guess he kind of did look like a bad guy, huh? There does seem to be more to this story than we've seen so far. Just no fighting him again, please. Yeah, seconded. Punching his kind's not even all that satisfying. Gray, huh? Ein sehr mysteriöser Typ. Also wir haben Gray freigeschaltet. Und ich find's einfach nur lustig, wie er Juni ultimativ auf den Keks gegangen ist. Titan-Jaguar-Rolle Angreifer wird mit jedem Folgetreffer tödlicher. Passe feindliche Angriffe genau ab, um Folgetreffer anzuhäufen. Okay. Oh, ich kann jetzt auch mittlerweile hier ein zweites Ausrüstungsding anlegen bei jenen. Sehe ich gerade. So, Titan Jaguar. Boah, die Kleidung steht dir, Mädel. Sie steht dir einfach. Ich überlege gerade nur. Irgendwas muss ich ja dafür wegtun. Weil ich brauche jemanden, der Schwanken auslösen kann. Ich glaube, dich tausche ich aus, obwohl... Ich habe ein bisschen hier umgeordnet. Im Prinzip her muss ich noch jedem das zweite Ausrüstungsding jetzt eben kurz geben. Da brauche ich einen kurzen Moment, Leute. So Leute, die Ausrüstung habe ich soweit zugeteilt. Ich gucke mir jetzt gerade hier noch die Fähigkeiten von der Klasse an. Wir Trefferrate um 30%. Okay.
Interessant, interessant, was man hier vorfindet. Tickt eigenem Wutwert. Muss jetzt nicht sein. Ich mir lieber einen Flächenangriff hier. Und das ist bei Rückangriffen. Okay. Ich überlege gerade aber, eventuell erstmal hier die Klasse abzuschließen bei ihr. Oder ob wir die Klasse von dem Titan-Jaguar instant nutzen. Ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass das uns irgendeine spezielle Fähigkeit jetzt mitgebracht hat, ne? Also er ist halt einfach nur ein Kämpfer, der jetzt dabei ist. Und die Kleidung steht ihr auf jeden Fall. Würde ich ausprobieren. Na gut. Diese eine Heldenmission haben wir damit dann auch abgeschlossen. Wir müssen noch eine andere Mission machen, wofür wir eigentlich hier rausgesprintet sind. Nämlich hier Leiden eines Wegweisers. Das wollten wir auch noch machen. Kann ich ja eben kurz eine Abkürzung hinnehmen. Oh. Hier unterhalb von mir sind auch ein paar, die erlöst werden wollen. Die hole ich mir später noch. Suche mir erstmal den Typen, der seinen Job nicht machen will. Da ist Url. Was ist los? Warum machst du deinen Job denn nicht? Sie brauchen einen Wegweiser. Das ist eine sehr gute Frage. Nutz eben andere Gefühle. Ja, du musst denen ja nur zeigen, wo der Weg ist. Dann gehen wir mal zu ihr, würde ich sagen. Und können auf dem Weg direkt die Wegweisung da unten mitnehmen. Alter, sind da viele verrückt. Was ist hier denn passiert? Ja, ich habe die Harmoniestufe erhöht. So, jetzt wollten wir aber hier hinten hin. Ich würde gerne am erstbesten Gegner auch noch testen, wie jetzt hier diese Fähigkeiten von dem einen sind. Ach, Ul. Da
Es ist vor allen Dingen, glaube ich, noch ein Kind. Du siehst aus, als ob du Noahs Sohn sein könntest. Noah, fühl dich nicht angegriffen. Und damit hätten wir die Mission auch erledigt. Helfen tut es dem Dorf, glaube ich, jetzt trotzdem überhaupt nicht. Ich wollte auf Missionen. Wir haben hier noch 5 Missionen offen. Die vergessenen Vorräte, Glück mit den 4 Blättern. Die Mission vom Waldi. Und 2 Missionen, die wir definitiv noch nicht machen können. Eigentlich sind sogar nur 2 zur Verfügung. Einmal das mit Waldi und das mit dem Vierglücklee. Sprich mit der genannten Person. Ach, da muss ich hier mit jemandem reden. Bei Kolonie 30. So, wenn, mit die müssen wir reden. Oh, da ist jemand Neues zum Reden. Stimmt ja, zu verschiedenen Tageszeiten sind verschiedene Leute unterwegs. Das war auch schon mal den alten Xenoblade-Spielen so. Wo kann man das denn sammeln? Immer diese Chaoten am Steuer, ne? Irgendein Hügel. Warte mal. Karte des Zielgebiets. Ich kann mich relativ nah in die Nähe teleportieren. Ich wollte halt gucken, dass wir eventuell noch eine Nebenquest heute schaffen. So, Leute, wir sind nah dran. Da ist sogar ein Miniboss. Finden wir unser Klee? Schicksal wird zeigen. Aber erstmal suchen, ne? Viel Glück, Klee, müssen wir sammeln. Ich würde übrigens den Helden, den wir dabei haben, wieder gegen Ino austauschen. Ich mag Ino viel mehr im Team. Den Gattinara, dich bekämpfen wir gleich. Erstmal muss ich das Klee einsammeln. Das sind sogar wirklich Sammel-Items. Ich würde sagen, wir bekämpfen die jetzt. Kann ich auch hier den Knarren-Typ ausprobieren. Du bist ja immerhin über Zeit stärker, ne? Das Vieh ist jetzt schon fast bei der Hälfte von Leben. Oh, das kann bei allen Schwanken auslösen gleichzeitig.
So, gleich haben wir es. So, jetzt sehen wir auch noch den Ultimate. Geilo. Das Vieh ist übrigens schon fast tot. Gerade mal eine Minute überlebt das Ding. Mann, sind wir strong. Es ist schon tot. Aber wir haben es bekämpft und damit auch einen Schnellreisepunkt hier hinten erkämpft. So, jetzt aber zurück. Yay. Klar, nimm ruhig. Da brauchst du einige. Na, wie war die? Hätte ich den daneben stehen gehabt, der hätte bestimmt was dazu gesagt. Na gut, wir haben noch eine Nebenquest, die mit Valdi, die machen wir beim nächsten Mal. Ich markiere sie mir auf jeden Fall schon mal. Valdi ist einfach Gold wert in der Gruppe. Also er ist ein richtig geiler Heiler. Ich werde nur gucken, wen ich stattdessen... Ach, ich guck mal. Wen lasse ich dich machen? Na gut, Leute. Ich würde aber sagen, für heute war es das dann jetzt. Ich mache die Missionen, die ihr halt gerade sehen könnt, beim nächsten Mal. Oh, der Mecha-Freund. Ja, das macht Valdi glücklich. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann machen wir noch die Nebenquest mit Valdi und dann fangen wir wieder mit der Haupthandlung an. Aber bis dahin, tschüss und bis dann.